In Finnland habe ich gefragt in der Bibliothek, ja, ich bin hier und ich möchte gerne etwas über Friedensforschung lesen. Und dann hat sie so getan und sie sagt, das ist merkwürdig, ich habe nichts gefunden. Aber Uppsala Universität in Schweden, das ist ja unsere Mutteruni, Vateruni. Ich werde unmittelbar fragen. Dann kam die Antwort zurück, solche dumme Sachen haben wir nicht. Was wir haben, ist Kriegsforschung und wir haben eine Menge davon. Hier, mein Freund Johann, habe ich zu mir selbst gesagt, hast du deine Lebensaufgabe. Sondern Gandhi als Philosoph. Und der hat ja zum Beispiel gesagt, ein sehr wichtiger Satz, be the future you want to see. Also sei heute die Zukunft, die du gerne sehen möchtest. Man könnte sagen, Beschleunigung der Geschichte. Du hast ein Zukunftsbild, du möchtest das gerne haben, tu es heute. Fantastisch. Und was du hier siehst, sind die Bücher, entweder von mir geschrieben oder mit einem Kapitel von mir. Und die sind 1600 in diese Richtung. Ab 1950er Jahre und so geht es weiter. Und die Bücher haben dann so Nummer. Zum Beispiel 8216, das ist Buch Nummer 16 im Jahre 1982. So ist es und es geht weiter und weiter. Und dann endet es da hinten. Und es gibt noch Möglichkeiten für mehr Bücher. Also das ist meine Produktion, mein Leben sozusagen als Verfasser als Autor, das ist alles hier. Die anderen reden meistens über Kriegsvermeidung. Wie kann man das vermeiden? Und die kommen zu sehr bekannten Schlussfolgerungen. Gleichgewicht mit Militärmacht, Gleichgewicht, könnte dynamisch sein. Und dort bleiben sie ganz häufig. Aber es gibt die andere Antwort. Siege für einen, für den Richtigen, für uns. Und dann verstehst der andere, der wird verstehen. Ich bin jetzt geschlagen, jetzt muss ich sehr bescheiden sein und verstehe, dass das ist das Beste für uns alle. Und dann kommt es selbstverständlich dazu, dass er versteht das nicht, wird es nicht verstehen, sondern fängt an, Rache, Wiedervergeltung. Und so geht es weiter und die alte Sache, Gewalt erntet Gewalt, bestätigt sich. Und dazu sage ich selbstverständlich, Friede erntet Friede. Liebe, mit Liebe schaffst du mehr Liebe. Und wir wissen eine Menge davon auf Individuenebene. Freundschaft und Liebe. Sexuell oder nicht sexuell. Alles das haben wir alles mehr oder weniger Erfahrung. Also ist es eine Fragestellung, wie man diese Erfahrung in kollektiven Gruppen übersetzen kann. Und es war für mich immer klar, man muss die Wirklichkeit verändern. Und dass die faule Lösung heißt Kompromiss, das ist für faule Leute wie Diplomaten. Nein, 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 es ist viel mehr anstrengend. Du musst transzendieren. Weitergehen, sozusagen,
In welche Wirklichkeit wäre das möglich? El nombre del parque, porque realmente era un espacio sin nombre. Y fue cuando surgió la posibilidad de unir la estatua de Ibarrola, la escultura de Ibarrola, de unir a un personaje importante como Johan Galtung, que vive en nuestro municipio hace más de 50 años. Y fue el momento que determinamos que ese homenaje a las víctimas del terrorismo de Utøya, en Noruega, puede ir perfectamente ligado a un personaje reconocido mundialmente en el ámbito de la mediación y la paz, que también era noruego, que se llama Johan Galtung. Ahí nace la idea de unir los dos elementos. Homenaje a los terroristas, persona que media por la paz. Wenn du eine Idee hast, wobei du Friede schaffen kannst, bist du verpflichtet, das zu praktizieren, sage ich. Aber diese Akademiker haben nur die Theorie und sie haben nicht das Gefühl, dass sie verpflichtet sind. Also stellen sie Theorien dar, die kommen dort, aber keine Praxis. Ich sage, das ist nur die halbe Sache. Du musst die ganze Sache tun. Und das geht ganz einfach nicht. Und vielleicht könnte es so sein, dass du hast eine Theorie auf den Beinen gestellt und vielleicht hast du Ängste, dass es passt nicht mit der Wirklichkeit. Keine Ängste bitte, geh daran, tu es. Und du wirst finden, dass du musst fast unmittelbar deine Theorie etwas ändern. Weil die Wirklichkeit ist kompliziert. Und die Wirklichkeit schlägt zurück. Und die Wirklichkeit hat keinen Respekt für deine Theorie und deinen Ruf als Theoretiker. Überhaupt nicht. Also Dialog mit der Wirklichkeit. Und das ist also für mich, war das theoretisch, philosophisch eine Hauptaufgabe. Eine Theorie und eine Praxis zu bauen, die auf Mikroebene zwischen Personen, Mesoebene zwischen Gruppen in der Gesellschaft, Makroebene zwischen Gesellschaften, Staaten und so weiter, Nationen und Megaebene zwischen Regionen. Anwendbar ist. Ich war ehrgeizig. Ich möchte gerne eine Theorie und eine Praxis auf den Beinen stellen, die für alle vier Ebenen anwendbar war. Und dann haben also die Psychologen unmittelbar gesagt, aber wir sind ja unterschiedlich. Ja, ja, ihr seid unterschiedlich. Es gibt eine psychologische Ebene. Ich möchte gerne das Gemeinsame betonen. Auf den vier Ebenen und dafür eine Theorie und Praxis entwickelt. Habe ich getan. Und ich glaube, ich habe Sachen gesehen, die die Psychologen vielleicht ein wenig Überraschung gegeben haben. So, hier bin ich also auf meinem Arbeitsplatz. Für mich ist es Natur am schönsten. Wenn du Mittelmeer hier hast und da oben hinten die Berge, es kann nicht besser sein. Ab und zu ist es hier oben so schön, dass ich arbeite nicht. Ich genieße es nur. Also, was für mich wichtig ist,
ist eine Vision, das Wort Vision kommt hoch. Eine Vision, wie es sein könnte. Um das auf den Beinen zu stellen, muss ich mit allen Parteien reden. Und ich muss also einen Sprung in einer anderen Wirklichkeit machen. Und als ich mit allen geredet habe, muss ich etwas auf den Beinen stellen, wo ich relativ überzeugt bin, dass sie werden sich selbst finden. Aber es wird vielleicht eine Überraschung für alle sein, dass das ist nicht nur für mich gültig, sondern für den anderen und den zweiten und den dritten und den vierten und den fünften. Und das ist selbstverständlich, was ich versuche. Damit habe ich eine Menge Sachen zur Lösung gebracht. Und wenn das imstande gekommen ist, dann kommt fast immer, ja, das ist ja offenbar. Ich war immer der Meinung. Und das hat der Schopenhauer so schön gesagt. Der hat gesagt, wenn du eine Wahrheit gefunden hast und das formulierst, dann gibt es zuerst die große Stille. Man hört nichts. Dann gibt es Lachter, lächerlich, Unsinn, Wahnsinn. Und am Ende steht jemand auf, ganz klar, und sagt, es war immer meine Meinung. Es war immer meine Meinung, das habe ich ganz häufig gehört. Und ich könnte dazu sagen, ja, wenn es immer deine Meinung war, warum hast du es nicht gesagt? Aber das sage ich meistens nicht. Wenn er das sage, dann ist er damit zufrieden. Und wichtig ist es, dass die anderen auch zufrieden sind.